Und herzlich willkommen wieder zurück zu Phoenix Rise, Ace Attorney, Gerechtigkeit für alle. Das ist hier gerade mal die zweite Aufnahme von diesem Part, kann man sagen, von Part 10, weil ich und Daniel so einen kleinen, beziehungsweise ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt und jetzt müssen wir alles nochmal machen. Wir dürfen das alles nochmal hier vorspielen, aber es hat um die 15 Minuten gedauert, weil ich alles auf super Tab-mäßig schnell mache. Bla, Taste. In dem Moment, wo ich dem Gericht dieses Bild zeigte, gehörte der Fall mir. Wir wissen natürlich alle schon, was wir machen müssen, aber egal. Denn dieses Bild hat sich nun für immer in den Geist des Richters eingebrannt. Ja. Da fällt mir nicht mal ein schlagfertiger Spritzer. Sieht so aus, als hätte sie uns geschafft. Ich behaupte nicht, dich zu verstehen. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Behaupten Sie, dass diese Person Maya Fey ist, die Angeklagte? Wenn ich jetzt aufgebe, ist das Verfahren beendet. Aber wenn ich mich melde und etwas Falsches sage, wird das Übel enden. Naja, wir sehen, wir haben auch wieder all die Energie zurückbekommen, weil eben nochmal neu gemacht. Ja. Gibt es einen Weg zu beweisen, dass ihr das... Können wir es beweisen, da? Nein. Mann, ey. Was du tust, kennen wir das nicht. Das Feuer ist in ihren Augen zurückgekehrt. Boah, geil. Dieses Bild. In diesem Bild liegt ein Widerspruch zu allen bisherigen Aussagen. Ja, es ist ihr Gesicht. Also, du glaubst, dein Problem mit dem Bild entdeckt zu haben? Dann mal los. Was Gesicht? Nein, nein, die Brüste. Ja, nein, eigentlich der Ärmel. Bitte wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit hierauf. Auf den Ärmel? Aber da ist nichts Seltsames daran. Und das ist genau das, was so seltsam ist. Etwas, das dort sein sollte, fehlt. Dort sein sollte. Es gab ein Einschussloch im Ärmel des Kostüms der Angeklagten. Wenn dem so ist, sollte es auch auf dem Bild zu sehen sein. Nein. Frau von Karma, Sie haben versucht, diesen wichtigen Beweis zu verheimlichen. Dafür werden Sie auf jeden Fall eine Strafe erhalten. Mit meiner Peitsche. Nun gut, dann solltet ihr Ihre Argumentation einen herben Schlag. Bla bla bla. Feiere noch nicht! Du ziehst die Stimmung gern runter, oder? Sieh dir Frau von Karmas Gesicht an! Sie wedelt in das Zeug. Ah, sie hat schon wieder dieses herablassende Lächeln im Gesicht. Schon wieder feuerliche Schlüsse gezogen, euer Ehren. Ja, das ist doch so, Lady. Ich möchte mich für diese inkompetenten Dummköpfe entschuldigen. Wie meinen Sie das? Um welche inkompetenten Dummköpfe? Sie, ich meine, hätten diese Dummköpfe im Revier das Einschussloch nicht übersehen, hätte ich einen Bericht darüber erhalten. Da dies nicht so war, konnte ich den Wert dieses Bildes für den Fall nicht erkennen. Sie haben mich Dummkopf Sie lügt, ohne rot zu werden. Ich weiß es genau. Diese Frau wusste von all dem. Dem Einschussloch, dem Bild, von allem. Aber du kannst es nicht beweisen. Euer Ehren, es besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn eine Strafe angeordnet wird, werde ich dafür sorgen, dass der Inspektor sie erhält. Pixel. Bei der nächsten Gehaltsbesprechung wird er mit den Zähnen knirschen. Armer Gamschu. Auf jeden Fall ist das ein sehr großes Problem. Als man die Angeklagte verhaftet hat, war in ihrem Ärmel ein Einschussloch. Auf dem Foto aber war dort unmittelbar nach der Tat wohl keines. Meine Peitsche ist ein großes Problem. Der Richter ist wegen dieser seltsamen Wendung des Falls verwirrt. Das ist deine Chance, Phoenix. Du musst alles auf eine Karte setzen, okay? Verstanden. Sieh her, Maya. Ich beschwöre den schwarzen Magier im Angriffsmodus. Euer Ehren. Es gibt nur eine logische Erklärung für diesen Widerspruch. Was war das nochmal? Daniel, Was war das nochmal? Jemand an. Nee. Das Loch wurde später gemacht, glaube ich, alles, oder? Nein, oder? Wir sind so doof. Ja, das hat geschossen. Oh.
Der Ärmel der Angeklagten hatte ein Einschussloch. Bei dieser Person ist das jedoch offensichtlich nicht der Fall. Dafür gibt es nur eine mögliche Erklärung. Nicht die Angeklagte erschoss Dr. Gray, sondern eine andere Person tat es. Blauer Hintergrund. Was? Blauer Hintergrund mit weißen Streifen. Für Super Force 4. Ruhe! Wenn keine Ruhe einkehrt, werde ich dieses Verfahren vertagen. Oh! Ah! Aber warum ich? Diese Argumente der Verteidigung sind vollkommen wertlos. Vollkommen wertlos? Das kann ich nicht so sehen. Bitte kläre uns auf. Hey, Zeugin. Ah! Was zur Hölle? Ist das eine Art von einem Mädchen, um Gefallen zu bitten? Als Maulschlampe. Du hast gesagt, dass nur zwei Leute den Raum betraten. Am wenigsten. Als Mordes führst du meine Fleischpeitsche, Mann. Gott. Zum Schwester oder Bruder, ich weiß nicht. Du siehst ziemlich unheimlich aus, aber. Ah! Ich schwör, ich hab nicht gelogen oder so. Da war keiner drin. Keiner. Ehrlich. Siehst du? Jetzt entschlüsse mir das, Phoenix-Idiot. Wohin verschwand die Angeklagte? Woher kam diese andere Frau? Warum ist mir nur in letzter Zeit dauernd zum Holzen? Nun, wenn die Person auf dem Bild nicht die Angeklagte ist, dann ergeben sich daraus zwei große Fragen. Erstens, wohin verschwand die Angeklagte? Und zweitens, woher kam diese Person? Ganz genau. Los, beeil dich mit der Antwort, Phoenix Wright. Phoenix Wright. Jetzt komm schon, reiß dich zusammen, Phoenix Wright! Phoenix Wright? Ich kann nicht fassen, dass sogar mir mich mit vollem Namen anspricht. Aber, ich meine, wie soll ich denn sowas beweisen? Hast du schon genug, Phoenix Wright? Oder glaubst du hast genug Mumm, um die Sache noch einmal zu wenden? Die Sache zu wenden? Wie genau. Ein Schnitzel. Hat immer alles von allen Seiten betrachtet, für eine andere Perspektive geschnitzelt. Hab ich dich schon damit gemacht. Also, woher kam dieser Eindringling und wohin ist Maya verschwunden? Ich muss mir die Situation aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Mal sehen. Was, wenn die dritte Person schon im Raum war und das Schnitzel aß, als wir die Tür aufgetan haben? Und wenn Maya das Zimmer irgendwie verlassen hat? Wenn ich beweisen könnte, dass eines von beiden stimmt. Alright, lassen Sie hören, was Ihnen dazu eingefallen ist. Ich schätze, dass Folgendes passiert, bevor wir den Beschwörungsraum betraten. Ja, die dritte Person war doch... Ja. Maya hatte den Beschwörungsraum irgendwann verlassen. Und die Verteidigung kann das beweisen. Oh, wie denn, dummer Dummkopf, dummes Gesicht, Arschloch, Penner, dumm träumt. Maya... Tante Fay betreut. Was? Die Chance, dass sie den Tatort verlassen hat, ist geringer als Gumshoes Lohn. Zeigen Sie uns trotzdem die Beweise! Beweise! Ja! Da. Frau Hart, erinnern Sie sich an diesen Schlüssel? Nun, ich sah ihn. Ey, das ist der Schlüssel zum Beschwörungsraum, oder? Ja, vor der Beschwörung schloss Maya die Tür damit ihn von innen ab. Ich glaube, das ist ein anderer Schlüssel. Der zu ihrer Tür? Neu? Ah ja, neu! Darum bekamen wir die Tür nicht auf. Dieser Schlüssel ist immer ein Einzelstück. Ein Einzelstück, sagen wir. Hab ich doch gewusst. Moment! Phoenix Wright! Ja. Schon als steigen sie langsam durch. Ich habe Angst zu fragen, aber... Warum ist dieser Schlüssel zurzeit in deinem Besitz? Wie meinen Sie das? Wenn Maya Fay sich selbst eingeschlossen hat, sollte sie den Schlüssel gehabt haben. Ja. Sie hatte den Schlüssel bei ihrer Verhaftung aber nicht bei sich. Ah, na, das ist ja Hammer. Also, was hast du? Ich habe ihn vor einem bestimmten kleinen Mädchen geschickt. Und dieses kleine Mädchen war zu dieser Zeit nicht in der Nähe des Tatorts. Das ist lächerlich. Das bedeutet, dass Maya Fay den Raum verlassen haben muss. Hätte sie es nicht, dann könnte ich den Schlüssel, den sie hier sehen, nicht haben. Nein. Doch.
Es scheint... Nein! In einer Sackgasse. Dieses Bild hat eindeutig das Gesicht des Mörders festgehalten. Aber ist die Person die Angeklagte oder nicht? Nein! Die Verteidigung behauptet, dass diese Person nicht Angeklagte sei. Weiterhin wurde als Beweis dafür die Nein! Frau von Karma! Ja, wie kann das sein? Zu diesem Zeitpunkt ist ein Urteilsspruch über die Angeklagte unmöglich! Mein perfekter Fall! Wie kann ein Makel in meinem perfekten Fall sein? Glaubt nicht, du hättest schon gewonnen, Phoenix Wright. Ich bin ein Wunderkind. Ich habe noch nie einen Fall verloren. Und ich werde nicht in diesem Gerichtssaal gegen einen Dummkopf wie dich verlieren. Pixel. Es ist mir egal, was ich dafür tun muss. Ich werde meinen Schuldspruch kriegen. Das reicht. Wenn Sie damit weitermachen wollen, tun Sie es im Vorraum. Das Gericht wird morgen um 10 Uhr wieder zusammenkommen. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Hui. Ah. Das ging schneller als beim letzten Mal. Ja, wie kommt das bloß? Vielleicht, weil wir alles wussten. Du warst das? Pearly? Du hast meine Schwester beschworen? Nein, nein, nein. Großartig, Pearly. Ich wusste, du bist etwas Besonderes. Hey, Nick, wusstest du das? Wusstest du das? Ja. Wusstest du es, Nick? Ja Nick, so, hast du es gewusst? Jemand anderes wusstest du es, Nick? Nick! Was? Nick! Nick, ich weiß, dass du dich wirklich anstrengst und alles, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, den Raum verlassen zu haben. Und ich glaube nicht, dass eine neue Person den Raum gegangen sein könnte. Ja. Nun, zumindest haben wir bis morgen Zeit, um die Sachen herauszufinden. Zum Beispiel, was in dem Raum geschah. Ja, ich verlasse mich auf dich. Oh, apropos Nick, könntest du Pearly für mich nach Hause bringen? Sicher. Na gut, Pearls, bist du bereit, ein paar Fahrkarten zu kaufen? Hä? Fahrkarten? Armes Ding, so behütet aufgewachsen. Wow. Mhm. Part 10 wird also doch länger als ich dachte. Oh. Ich hab diesen Screen heute schon so oft gesehen. Bah. Okay, 21. Juni. Mein Gaumen juckt. Danke, dass Sie mich nach Hause gebracht haben, Nick. Gern geschehen. Ich musste sowieso heute herkommen. Nein! No! Geh weg! Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Nein! Ich müsste sie mal ja nicht annehmen. Ja. Sie war es definitiv nicht. Ja, natürlich. Und wenn sie nicht war, muss ich immer alle gewesen sein, nicht wahr? Dieser Mörder. Ja, Pearls. Ach, ich verstehe. Ich frage mich, was los ist. Sie scheint traurig zu sein. Geil. Hallo, Pearly. Nun, wie hat dir deine erste Verhandlung gefallen? Ich war überrascht. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Aha. Und die mystische Maya sah so klein und hilflos aus. Nun, Maya ist von Natur aus sehr klein, also... Ja, die sind verdammt zum Hause, die zerknitterten Sachen. Zerknittert? Ach, sie meint Franziska. Sie war so eingebildet. Sie benahm sich als hätte sie so. Schon schön, dass Maya es getan hat. Ich werde dir morgen sagen, dass ich was von der Reise. Die morgige Verhandlung möchte ich auf keinen Fall verpassen. Warum hat diese Frau die mystische Maya so schikaniert? Nun, sie hat ein Problem. Mir ist es egal, ob jemand unschuldig ist. Mir geht es nur darum, dass sie gewinnt. Aber... Sie ist eine gute Staatsanwältin und hat ein gutes Herz, oder? Solche Staatsanwälte gibt es nicht. Die sind alle gleich. Laugenbrezel. Er ist möglicherweise ein guter Mensch geworden. Durch seine Laugenbrezel. Letztendlich. Die sie auf dem Kopf hat. Stimmt. Sie hat so eine Laugenbrezel am Kopf. Mann, ey. Ja? Herr, von wem reden Sie hier nicht? Die Person, von der die mystische Maya gesprochen hat? Edgyworth. 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 Das ist schon lange her. Er ist nicht mehr hier. Hä? Er hat sich zu sehr an seinen törichten Stolz geklammert.
und ist dafür gestorben. Ist hier schlimm. Sehr pech. Übrigens. Ja, wie ist es? Du weißt nicht zufällig, wer der Mörder sein könnte, oder doch? Warum fragst du mich das? Ach, ich hab vorhin nur so gedacht. Sie hat nichts gesehen? Da wir gerade davon reden, Daniel. Während des Mordes, wo warst du da? Wo war Pearls? Und was hat sie? Ich hab hier vor dem Bildschirm gehockt, Mann. Und außerdem, auf einmal, ich hab mit dir und Phoenix in dem Raum gestanden und auf einmal haben wir die Schüsse gehört. Stimmt. Und sind wir in den Raum reingestürmt. Richtig. Wir haben nicht mal geholfen, Phoenix hat alles alleine gemacht. Ich habe dich ja noch nie danach gefragt, was du zur Tatzeit gemacht hast. Kurz, wo warst du und was hast du zur Tatzeit gemacht? Muss ich dir erst einen richtigen Hasen zeigen? Oh, was ich gemacht habe? Ich habe gar nichts gemacht. Sie wirkt richtig schlecht. Du kannst es mir zuflüstern. Ich werde es niemandem sagen. Versprochen. Nein! Ja, ganz leicht. Kannst du nicht belügen, oder, Henrik? Nö. Nö, kannst du nicht. Aber weißt du was? Ich hab hier nicht einen Weißmark. Nun, Nun, warum soll ich ihr da widersprechen? Ich weiß es nicht. Ja, wenn sie sagt. Tolli, wir werden nochmal kommen, irgendwann. Ja, wir gehen jetzt nicht zu einem. Ach, fick dich doch. Doch, wir fahren mit dem Zug zurück, nur um hier genau, ein Monolo. Ich bin so viel unterwegs bei diesem Fall, dass ich kaum noch im Büro bin. Ich muss kann morgen wieder herkommen. Jetzt sollte ich lieber Maya helfen. Hauptsache, du fährst nochmal diese 2-Stunden-Zug, obwohl du weißt, dass da nichts ist. Und in der Strafanstalt genauso wenig. Ich will nicht wissen, wie weit die Strafanstalt vom Büro nochmal weg ist. 20 Minuten mit dem Auto. Ich glaube, das wurde mal gesagt. Ich bin nicht sicher. Ja, aber er hat ja anscheinend... Ja, wenigstens danach, Junge. Maya wird wohl noch verhört. Sie ist wahrscheinlich bald fertig, ich werde also später wieder herkommen. Jetzt muss ich wieder 2 Stunden Zug fahren. Yeah. Hallo, mein Tutu! Hallo, Pearl, ich bin wieder da. Steht immer noch am Eingang. Oh, ich muss wieder zurückfahren. Oh, nein! Das dauert ja nicht lange. Oh, ich habe erstmal 6 Stunden verbraucht, geil. Oh, wir haben jetzt 18 Uhr abends, aber es ist Sommerzeit, deswegen ist noch alles hell. Ja, genau, ja. Das klingt alles vollkommen plausibel, ah, ja. So, das kennen wir noch nicht, Daniel. Nee! Das ist neu. Er ist wirklich leer. Hier hätte heute Ausbildung stattfinden sollen. Aber ich glaube, die ist schon vorbei. Ja. Wow. Wie toll. Wer da ist? Ja, da ist okay. Oh mein Gott. Oh, bitte lass hier niemand drin sein. Wieso haben die Blut? Ah ja, wegen Tatort und so. Also, naja. Sieht so aus, als wäre morgen auch hier. Aber sie hat mich immer noch nicht bemerkt. Was macht sie da? Sie sieht so aus, als würde sie sich mit einem Bild unterhalten. Ah, Gott! Creepy alte Frau. Verstehst du es denn nicht? Sieh dich mal um. Endlich hat sich die Gelegenheit ergeben. Auf diesen Tag habe ich schon so lange gewartet. Das stimmt. Bereite dich vor, liebe Misty. So. Wer ist da? Oh, wenn das mal nicht Herr Wright ist. Ich bin nur etwas neugierig. Das Bild, das Sie sich eben angesehen haben. Ach, heute war doch dieses Ereignis, oder? Werde Herr. Es soll gut gewesen sein. Hä? Oh, ja. Vielen Dank. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dem Prozess heute nicht beiwohnen konnte. Ich war schwer beschäftigt, denn ich musste heute die Ausbildung beaufsichtigen. Ich habe so das Gefühl, dass Sie wirklich nicht über das Bild sprechen möchte. Alles nur, weil die Meisterin nicht hier bei uns sein kann, verstehen Sie? Und deshalb muss ein unbedeutendes Mitglied der Zweigfamilie es hier tun. Frau, ich finde immer noch, dass deine Scheißfehde mit deiner Familie völlig unnötig ist. Ich finde außerdem, dass sie das ziemlich verdächtig macht. Ja, stimmt. Sie hätte ein Motiv, Maya irgendwie umbringen zu wollen. Maya?
Oder sonst was anhängen zu wollen. Ja, sonst irgendwas anhängen zu wollen, genau. Ist Ihnen etwas zu dem Mord eingefallen? Nein, alles was ich weiß, habe ich Ihnen bereits gesagt. Waren Sie die ganze Zeit in diesem Raum, als ich mit Lotta die Polizei gerufen habe? Ja, natürlich. Ich war die ganze Zeit bei der mystischen Maya. Ich wandte die Geisttrennung an und hielt sie ihr dann im Arm. Hm, dann haben Sie gestern auch schon... Was haben Sie gestern auch schon gesagt? Ist sonst noch etwas passiert? Ich würde ja gern sagen, dass es noch mehr gab, aber das ist alles, was passiert ist. Ach, ich hatte wirklich auf neue Informationen gehofft. Letztlich ist wohl nichts passiert, werter Herr. Tut mir leid, wegen Ihrer Hoffnung. Dann fühle ich mich, als wäre ich gerade aufs Übelste veräppelt worden. Veräppelt, was ist das denn? Ja. Üben die Schüler denn jeden Tag? Ja, unbedingt. Sie existieren nicht einmal. Nach dem Mord haben sie jedoch einen Tag frei bekommen, versteht sich. Ich nehme mal an, dass sowohl Maya als auch Pearls diese Ausbildung gemacht haben. Herr Wright! Ja, ja. Wow, die war ja richtig schnell auf 180. Wie oft muss ich Ihnen das doch sagen, bis Sie es verstehen, Wärter? Ja, bitte nennen Sie die beiden mystische Maya und mystische... Tut mir leid, ich meinte mystische Maya und mystische Pearl. Moment, tut mir leid, aber mystische Pearl geht das nicht ein wenig zu weit. Nächste Frage, bitte. Oh Mann, hier bin ich richtig auf die Zeige mit diesem Video. Achten Sie bitte nicht nur darauf, was Sie sagen, sondern auch darauf, wie Sie es sagen. Die Meisterin ist also, Mayas Mutter, stimmt's? Mystische Misty. Sie ist ein brillantes Mädchen. Und wo ist sie jetzt? Wir sind uns nicht sicher. Nicht sicher? Vor etwa 16 oder 17 Jahren versagte die mystische Misty bei der Beschwörung eines bestimmten Geistes. Und danach ist sie einfach verschwunden. Warte mal, wie alt ist Mao? 18, okay. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie jemals in dieses Dorf zurückkehren wird. Und in 4 Jahren wird ihr Name für immer aus diesem Dorf gelöscht. Gelöscht? Gelöscht? Eine Person, die mehr als 20 Jahre nicht mehr im Dorf war, wird für tot erachtet. Oh, ich verstehe. Das ist eine gute Regel. Das ist bei ihr in 4 Jahren soweit. Wenn das passiert, wird in Kurein eine neue Meisterin ernannt. Und... Die mystische Maya soll die nächste Meisterin werden. Doch nach diesem Mord, fürchte ich. Ich bilde mir das nur ein. Ich dachte schon, sie hätte kurz in sich hineingelacht. Oh. Mm. Oh. Oh. Ich hasse diese Dame. Ich hasse sie so. Sehen Sie das? Ich werde davon Gebrauch machen. Eines Tages. Ja, bitte. Okay, Ich meine, die macht sich ganz schön auffällig. Das ist der Schlüssel zu diesem Raum? Stimmt. Aber warum haben Sie den denn, Herr werter Herr? Das sage ich Ihnen nicht. Geben Sie ihn sofort zurück! Das kann ich nicht. Schließlich ist da ein Beweis. Ich denke, sie weiß genau, wie wichtig dieser Schlüssel für diesen Mord ist. Aber was habe ich da für ein Gefühl bei ihr? Es fühlt... Kann's nicht beschreiben. Ich sehe Verachtung in ihren nicht vorhandenen Pupillen. Ja. Ihre toten Pupillen. Ich geh besser weg. Oh nein, bitte nicht die andere. Na doch, die darfst du widersprechen. Falls sie da ist, ich weiß nicht. Mini, 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 mini. Sieht so aus, als wäre niemand hier. Und obwohl das Wetter heute fantastisch ist, regnet es in meinem Herzen. Wie deep, Mann, das ist deep. Oh, Phoenix, please. Das ist eine wirklich alte Urne. Darin ruht die Asche einer Person, die schon seit langer Zeit tot ist. Scheint eine lange Geschichte zu sein. Abgesehen davon ist sie nicht sonderlich interessant. Nur Zeit weiterzumachen. Ich will den Ofen haben. Ein kleiner Verbrennungsofen. Ich glaube nicht, dass die Müllabfuhr zu einem so kleinen Dorf kommt. Also muss jede Familie ihren Müll selbst verbrennen. Wow. Wie fortschrittlich. Wow. Okay, Deine Scheiß. Da ist immer noch die Box. Ich will wissen, was da drin ist. 29. Juni. Die Betten sind heute wieder gemacht. Ich denke, ich werde das auch erstmal so lassen. Ja. Aber ich will wissen, was in dem. In dem einen Bett sieht es immer noch so aus, als würde jemand schlafen. Ja, richtig. Diese Truhe beschäftigt mich immer noch. Ich bin sicher, dass sie vor dem Mord noch nicht hier gewesen ist. Sieht aus wie eine Truhe zur Aufbewahrung von Kleidern. Ziemlich groß für Kleider.
Sie ist fast leer, aber einige zusammengelebte Kostüme für Beschwörungen liegen darin. Da ist doch bestimmt jemand drin. Entschuldigung? Mit wem rede ich denn da? Ist doch niemand hier. Ja. Ja, okay. Jetzt okay. Jetzt müssen wir bei Morgan Favor wahrscheinlich weitermachen. Oder? Ja, man muss dir vielleicht noch irgendwas zeigen. Oder Maya ist mittlerweile was das kann dafür. Auch sein, aber ich guck nochmal hier, weil ich kann hier ja. Ja, du musst ja 2 Stunden Zug fahren. Mhm. Jetzt, wo wir von ihr reden, ich glaube, ich habe mein Kind heute noch gar nicht gesehen. Wissen Sie vielleicht, wo sie ist, werter Herr? Nein, weiß ich nicht. Ehrlich, wenn man einen Tag mit der Ausbildung aussetzt, kann man das kaum aufholen. Werter Herr, ich hoffe, Sie bringen ihr keine seltsamen teuflischen Dinge bei. Sie erinnern mich... Zugfahren. Ja, Zugfahren. Und danach innere Monologe führen das Teuflischste, was man machen kann. Oh Mann, das ist, da ist wieder ihr Zorn. Und dabei betreiben wir gepflegte Konversation. Werter Herr! Ja? Wann haben Sie... Haben wir schon. Ja, haben wir schon mal gemacht. Oh Mann, ich glaube, ich kenne diese Person von irgendwoher. Ist zwar nur meine Nichte, aber okay. Das ist Mia, Sie wissen schon, Mayas ältere Schwester. Ah, ja, genau, das ist sie. Wie konnten Sie nur eine Tochter der Meisterin vergessen? Wenn ich mich recht entsinne, wurde sie Anwältin. Wie toll für sie, meinen Sie nicht? Diese sanfte, gütige Lächeln, von der Art, mit der sich ein paar Teufelshörner ankündigen. Ja, okay, Phoenix, wir wissen, dass diese Frau böse ist, also. Ja, also mittlerweile hat's wohl jeder rausgefunden. Was halten Sie davon, von dieser Person? Okay, sie ist anscheinend nicht da. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Maya. Oder? Wir können da ja noch mit Pearls reden. Der Pearly ist ja auch noch da. Ja, hat was würdest du ihr sagen? Blockaden, aber wir haben noch nichts gefunden. Hallo. Können wir das schon machen? Oder? Ach, ich probier's einfach mal. Ich schätze, wir müssen erst mit Maya reden. Schrei das kleine Kind an. Nimm das! Na, wie ernst sie jetzt guckt. Pearls Alibi. Pearls. Du musst mir sagen, was du getan hast, als der Mord verübt wurde, okay? Aber was ist, wenn ich ihn einfach nicht sagen? Dann werde ich raten, was passiert ist. Wie klingt das? Nee, wir können nur was. Du sagst mir, wenn ich etwas richtig geraten habe, okay? Ja. Nun, als der Mord geschah, warst du hier, richtig? Ne, wo waren Sie, Daniel? Warte mal. Nebenzimmer, Holzsteg, Meditationsraum. Sie kann ja nur beim Holzsteg oder im Nebenzimmer. Du warst hier, Pearls, nicht wahr? Auf dem Holzsteg. Auf dem Holzweg. Wow, Sie haben mich erraten. Nun, glaubst du, du kannst es mir jetzt sagen? Tut mir leid, noch nicht. Mann, oh Mann. Okay, was nun? Okay, ich glaube, ich weiß, was du dort gemacht hast. Wissen Sie echt so viel? Nun, ich bin Anwalt, verstehst du? Nun, was hat Pearls auf dem Holzsteg gemacht? Ja, was hat sie da gemacht? Dafür haben wir den Beweis noch nicht. Wir haben den Beweis noch nicht! Mann! Ich glaube, ich habe noch nicht... Ja, wir haben noch nicht genügend Beweise. Glaube ich zumindest. Wir kommen wieder, Pearls. Wir kommen ich wüsste ja nicht, was wir ihr dafür einen Beweis zeigen sollten. Ja, wir wissen es noch nicht, deswegen. Ja, ja. Aber ich weiß es. Okay, wir müssen entweder irgendwas mit Morgan machen oder mit Pearly Pearls. Ich gehe nochmal zu dieser komischen Schabracke in diesem... Ich hasse dieses Vibe-Spiel. Wie viele Minuten hat der Part eigentlich noch? Ja, noch 30 Sekunden. Weißt du, an wen mich Morgan Fay erinnert? An wen? An Wendy Oldbag, nur viel jünger. Ja, gut, sie hat was von Wendy Oldbag. Ja, ihre Stimme ist irgendwie fast gleich. Nein, die von Wendy Oldbag war schlimmer. Oder ist schlimmer. Ja, weiß ich. Okay, hab ich irgendwas, was ich hier noch geben kann? Machen wir im nächsten Part, glaube ich. Ja, machen wir im nächsten Part. Okay, dann bis zum nächsten Part. Tschüss! Bis zum nächsten. Ciao!